Ja, moin, es schneit. Mein Motorrad packt es auch nicht mehr. Irgendwie fühlt sich voll komisch an zu fahren. Ach du Scheiße, Leute, es hagelt. Aber richtig arg. Och Mann. Okay, jetzt heißt es, es ist, das Wetter ist so komisch. Okay, ich darf da nicht reinfahren. Irgendwie, es hagelt, aber es hagelt irgendwie auch nicht. Oh Gott. Seht ihr das? Da liegt einfach Hagel auf meinem Motorrad. Was ist das für ein Wetter? Oh mein Gott. Naja, ich bin unterwegs, weil ich wollte euch noch was mitteilen. Aber dazu komme ich später. Davor habe ich noch einen Termin. Wir hören uns gleich. Ich hoffe, dass das Wetter bis dann aufhört. Das ist ein Wahnsinn, Leute. Oh. Es hagelt einfach. Es hagelt. So. Ich fahre wieder los von meinem Termin. Ich habe mir gerade die Nägel machen lassen. So hübsch. Für Weihnachten. Es ist so Shell-Lack, dass es so geil, der hält wie nicht wie normaler Nagellack nur so 3 Tage oder eine Woche, sondern der hält wirklich fast ein ganzes Monat. Und oh, Schlüssel werde ich auch brauchen. Jetzt geht's zur Post und ich werfe die nächsten Briefe ein. Ich hoffe, diesmal finden wir einen Postkasten, dass ich das so zeigen kann, wie ich es einwerfe. Und nicht wie beim letzten Mal der ultimative Cringe-Faktor. Auch nur 5 mm Briefe reingeben. Ja? Nein, ich bin, weil ich so. Habe einen YouTube-Kanal. Also tut mir leid, okay. Ich darf die Briefe so nicht schicken. Ich muss die Schokolade wieder rausnehmen. Nein, oh nein, oh nein! Nummern. Bitte, reden Sie mit mir oder mit sich selbst. Am Anfang peinlich. Jedenfalls, was ich sagen wollte, ich mache mit bei so einer Aktion in Wien. Ich arbeite da einen Tag mit bei Künstler packen ein. Das ist in mehreren Geschäften in der Westbahnstraße im 7. Bezirk. Und da geht es darum, aus Materialien, die in einem Geschäft, vor allem so handwerklichen Betrieben, abfallen, zum Beispiel in einem in einer Modeboutique Stoffreste, in einem Schuhgeschäft so mit Schnürbändern, bunten zum Beispiel, Geschenke einpacken, das heißt kein Geld für Material ausgeben, sondern quasi upcyclen oder recyceln das Material. Und damit packe ich kreativ Geschenke ein. Das ist eben, die Aktion heißt Künstler packen ein. Und das Ganze, um sich eben ein Packerl kreativ einpacken zu lassen, kostet 1,50 Euro, sich ein Packerl einpacken zu lassen. Und wenn ihr mir noch 2 Euro drauf gebt, schenke ich euch einen Sticker dazu. Und ihr könnt euch euer Geschenk hübsch einpacken lassen. Das wollte ich noch ankündigen. Das Ganze wird sein in der, oh Mann, Westbahnstraße 4, 1070 Wien. Da werde ich dann sitzen oder stehen, wie auch immer, an so einem Tisch. Und ihr könnt eure Geschenke, die ihr bereits gekauft habt, einfach mitbringen. Und ich packe sie euch mit Materialien, die aus dem Geschäft eben abfallen, ein. Zum Beispiel, ich werde in einem Schuhgeschäft sein, da wird es wahrscheinlich Schuhschachteln und oder so Sackerl, also so Sackerl geben, aus denen man so Geschenkpapier machen kann. Oh mein Gott, wie mein Arsch das so aufgesagt hat. Ich werde dich jetzt so einen nassen Arsch. Geil. Irgendwie ist da wieder kein Postkastel. Ich fürchte, ich muss eure Briefe wieder in der Post drinnen abgeben. Ja. Und ihr werdet es leider nicht sehen. Oder, Moment, ich weiß schon, wo ich die reinschmeiß. Och nö, jetzt komme ich da wieder nicht raus. Da ist so voll viel Schotter. Jedenfalls könnt ihr bei der Aktion Künstler packen ein. Die Geschenke bei mir einpacken lassen um 1,50 Euro nur, und wenn ihr noch 2 Euro drauf gebt, bekommt ihr einen Sticker. Das heißt, ihr könnt euch den Sticker bei mir persönlich holen oder wenn ihr einen Brief unbedingt wollt. Ich weiß schon, der Brief ist sehr attraktiv mit
persönlichen Briefchen und Autogramm könnt ihr aber so auch haben. Dann könnt ihr mir natürlich auch aufs Postfach zu Euro schicken in einem Kuvert. Dann bekommt ihr auch einen Brief. Aber ja, genau. Das wollte ich nur sagen. So könnt ihr, also wenn ihr aus Wien seid oder Umgebung und Bock habt, einen Tag in Wien herumzugurken, dann besucht mich doch am 21. Dezember auf der Vespernstraße 4, in der Vespernstraße 4, 1070 Wien. Und schaut vorbei, oder wenn ihr keinen Sticker wollt, einfach so vorbeikommen, quatschen, freue ich mich auch. Da ist ein Postkasten. Was haltet ihr von der Farbe? Ich finde die irgendwie ganz schick. Ist das so ein bisschen sommerlicher? Aber ich finde sie ganz erfrischend, muss ich sagen. Ach Leute, ich bin so doof. Ich habe auch zu oft zwei Briefe vergessen, meinen Absender aufzuschreiben. Ich wusste immer schon, warum ich mir diesen Schlüsselanhänger gekauft habe. So, lala. Ich werfe eure Briefe an. Kommen gleich so die cringy Blicke von den Leuten. Ich hoffe, ihr freut euch über die Sticker und meldet euch auf jeden Fall, wenn die Briefe ankommen, und schickt mir auch Bilder von den Stickern, wenn ihr sie wo angeklebt habt. Freue mich richtig geil. Ihr könnt die Sticker ruhig aufs Motorrad oder so kleben, weil ich habe extra darauf geachtet, dass sie outdoor geeignet sind, sprich wasserfest und alles mögliche. Ich glaube sogar hitzefest, obwohl ich garantiere nicht dafür. Aber ja, schreibt mir auf jeden Fall, wenn die Briefe angekommen sind, und trefft mich am 21. Oktober in der Vespernstraße 1470 Wien. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Von 14 bis 18 Uhr bin ich dort. Und quatscht mit mir, holt euch einen Sticker und lasst euer Geschenk für 1,50 verpacken. Tschüss! We'll be right back.